Hallo, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video und möchte dich einladen, mit mir gemeinsam den Neumond, den wir heute haben, zu zelebrieren. Und falls du das Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, ist es auch okay. Das, was ich mit dir vorhabe, kannst du zu jeder Zeit machen. Es lohnt sich aber, das zu Neumond zu gestalten, denn es geht darum, im Prinzip ein Ja zum Leben zu sprechen, wie es gerade ist. Ich arbeite seit bald 18 Jahren mit der geistigen Welt eng zusammen und habe mich immer wieder mal gefragt, wieso die eigentlich so unglaublich Wert darauf legen, dass wir ein Ja zum Leben sprechen, dass wir einverstanden sind mit dem, was ist. Zumal ich doch sehr oft immer mal wieder persönlich zur Entscheidung gekommen bin, dass das, was in meinem Leben ist, was mir nicht gefällt, was mir wehtut, vielleicht sogar, das kann ja nicht in Ordnung sein, ne? Also. Ich meine, ihr da oben, von eurem Blickwinkel, vielleicht mag das ja so sein, aber so für mich als Mensch, so ganz mittendrin, kann ich ja nicht einfach Ja sagen. Es ist ja wie, als ob ich aufgeben würde. Denn wir sagen in der Schweiz, der Bettler hier rühre. Und habe aber in den letzten Jahren bemerkt und festgestellt, dass sobald ich ein Ja spreche, sich in mir ein Raum auftut, der mir ermöglicht, friedvoll mit dem zu sein, was ist. Und dann kommen Energien in mir wieder in den Fluss, die ich vorher vermisst habe. Da war eben Stagnation und ja, so eine Schwere da. Und sobald ich dieses Göttliche, dieses Universelle wieder durch mich fließen lasse, mit einem einfachen Ja zu dem, was ist, fließt eben wieder. Und das ist ja das, was mir gefällt. Ich nehme an, dir geht es da eigentlich. Also lade ich dich jetzt ein, mit mir gemeinsam ein paar bewusste, tiefe Atemzüge zu nehmen. Und ich bitte dich, währenddem wirklich darauf zu achten, dass du tief einatmest und ganz bewusst ausatmest. Lass alles los beim Ausatmen, was du jetzt gerade nicht brauchst. Wenn du magst, schließe deine Augen und atme tief und bewusst ein und aus. Fühle gut in deinen Körper hinein. Und lächle. Und versuche jetzt, währenddem wir gemeinsam so in diese Gefühle von Schwere eintauchen, trotzdem ganz bei dir zu bleiben. Also eintauchen in das Gefühl und trotzdem immer wieder bewusst atmen und hier sein. Im Jetzt. Und so lass uns nun mal daran denken und das so ein bisschen reaktivieren in dir oder in uns, was gerade nicht so in Ordnung ist. Wo stehst du an? Bei dir ganz persönlich. Lass die Situation ruhig lebendig werden in deinen Gedanken und auch in deinen Gefühlen. Egal was es ist jetzt eingeladen da zu sein. Dieses ungute Gefühl, diese Situation, die nicht in Ordnung ist für dich. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du dem Ich von dir, das leidet unter dieser Situation, jetzt gegenüberstehen kannst. Sieh sie dir an, diese menschliche Gestalt von dir, die da so leidet. Und vielleicht magst du auf sie zugehen und sie einfach in die Arme schließen. Sie einfach umarmen.
Und nun lass uns segnen. Das segnen, was jetzt ist. Indem wir gemeinsam ein inneres Ja, vielleicht auch ein lautes Ja, zu dem sagen, was da ist. Ja, diese Situation ist jetzt so. Ja, das ist Teil meines Lebens. Und ich segne mich und alle Beteiligten, die miteinander in dieser Situation verwoben und von ihr betroffen sind. Und bin bereit, das Gute in diesem Moment und in dieser Situation zu sehen, erkennen. Und vielleicht bist du immer noch in dieser Umarmung mit dir und diesem leidenden Teil von dir. Und dann versuche so ganz von Herz zu Herz ganz viel Liebe zu dir, der Situation und zu allen Beteiligten fließen zu lassen. Öffne dein Herz und segne und atme und lächle. Nimm nochmal einen ganz bewussten Atemzug und spür jetzt nochmal in dich hinein. Sei wieder ganz da, im Jetzt, wach, klar. Geht es dir? Ich fühle in solchen Augenblicken sehr schnell eine innere Ruhe. Mehr Ruhe als zuvor. Und ich bin offen, um zu erkennen, was ich lernen darf in dieser Situation, von diesen Menschen, von allem, was mich da umgibt. Und ich kann segnen, das heißt, ich kann bejahen, ich kann Liebe hineinfließen lassen in diese Energie und du wirst sehen, es beginnt sich zu verändern. Manchmal braucht es mehr als nur einmal einen solchen achtsamen Augenblick, wie ich das heute als Ritual benannt habe, um so wirklich das Ganze wieder in positiven Schwung zu bringen. Aber es wirkt, du wirst sehen. Und wenn du dich änderst, dein Blickwinkel auf die Situation ändert, dann kann sie sich ändern und alle Beteiligten. Und das wünsche ich dir von Herzen, wenn es irgendwo feststeckt, dass du wieder in den Fluss kommst, übernimm die Verantwortung, heißt, setz dich hin, fühle, was es zu fühlen gilt und verändere es durch deine Herzensliebe, durch deinen Segen, durch dein Achtsamsein mit dir. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen einen wunderschönen Tag, was auch immer bei dir noch ansteht. Und wenn du magst, hör doch nochmal die Meditation mit Kuan Yin zu der fünften Rauhnacht. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke es unten in diesem Video. Von Herzen, von mir zu dir, alles Liebe. Mögest du ganz im Fluss sein. Und danke für diesen Augenblick, den du mir geschenkt hast. Alles Liebe.